Heute Morgen war die Kommissionierung des Betonrecyclingwerks der Firma Zech. Herr Dr. Jos Willam ist Sprecher der Bürgerinitiative ProEck. Was haben Sie uns zu sagen? Naja, unsere Meinung wurde ja im Rundschreiben ProEck deklariert. Und uns geht es natürlich darum, dass das Betonwerk ehemals Feldkircher, derzeit Zech, ausgelagert wird, wie das durch Jahrzehnte schon unser Wunsch und unser Bestreben und auch eigentlich laut Beschluss das Anliegen der Gemeindevertreter von Eck gewesen wäre oder ist. Die gewerbliche Genehmigung der Betriebsanlage wird sicher nicht in Frage gestellt, auch von uns nicht, weil es aus Umweltgründen die Lage an sich sehr günstig ist. Jedoch sind wir dagegen, dass diese Frage isoliert betrachtet wird, ohne Rücksicht auf den dadurch entstehenden Verkehr, durch den wir eben schon seit circa 30 Jahren leiden. Der Lkw-Verkehr auf der Großtrafferstraße wird zum größten Teil durch die Firma Feldkircher bzw. jetzt Zech verursacht. Darum haben wir uns bemüht, gegen die Bewilligung der Recyclinganlage anzukämpfen, weil derzeit eine wasserrechtliche Genehmigung für den Betrieb nicht vorliegt und erst entschieden werden muss.